bisschen erzählen, vor allem so zum Thema Führung, Zusammenarbeit, was sich da bei euch gerade tut, verändert, wie geht es euch in der jetzigen Zeit mit diesen Themen? Ihr seid ja sehr fortschrittlich unterwegs, gerade zum Thema neue Formen der Zusammenarbeit, könnt ihr das gut aufrechterhalten? Und das war durchaus jetzt eine interessante Frage, wie wird sich das in Corona-Zeiten entwickeln? Und jetzt heute, so ungefähr 6 Wochen nach dem größeren Knall in Europa, würde ich jetzt mal sagen, wir sind jetzt am 30.04., ist mein Eindruck, genau diese Werte tragen auch weiterhin. So in Woche 1 habe ich mich da so ein bisschen gefragt, was heißt das jetzt für das, wofür wir eigentlich stehen? Denn da hat es dann durchaus mal einen Moment gebraucht, um zu sagen, jetzt müssen wir doch mal grundsätzlich die Richtung ändern. Jetzt müssen wir für uns anerkennen, da gibt es eine ganz wesentlich geänderte Ausgangslage, wo wir auch nicht sagen können, die betrifft uns nicht, sondern ja, die betrifft auch die Hettich-Unternehmensgruppe und eben unser Geschäft. Und ich gebe zu, da haben wir dann auch mal in einem kleineren Führungskreis gesagt, okay, jetzt müssen wir einmal mit dem Thema klare Richtung raus, damit für alle das Ziel wieder klar ist und vielleicht auch so einen kleinen Weckruf starten. Und danach, da bin ich jetzt sehr beruhigt, wir hatten in dem Moment, gebe ich zu, nicht einen Plan, der auf x Wochen oder Monate durchstrukturiert war, sondern haben uns eher mit dem Thema Richtung beschäftigt. Danach haben dann diese Werte wie Eigenverantwortung gestalten, im Netzwerk zupacken, unter Experten die richtigen Antworten finden, auch wieder genau so getragen, wie wir das aus den Zeiten vorher kennen. Insoweit würde ich jetzt sagen, ist mein Learning bis hierhin unter anderem, dass das, was man in normalen Zeiten in gute Formen der Zusammenarbeit investiert und in eine tragende Unternehmenskultur, in Krisenzeiten umso mehr trägt. Das finde ich ja total beruhigend. Ne? Also, dass das Thema Selbstorganisation so krisenfest ist, das finde ich wahnsinnig toll, weil die Befürchtung, die ich hatte, ist, dass man dann eher ja, in alte Strukturen zurückfällt. Ich glaube, das kann man in vielen Unternehmen auch beobachten oder liest das auch, dass dann eher Führungskräfte auch sagen, nee, jetzt machen wir es lieber wie vorher, da fühlen wir uns sicher. Das finde ich eine total schöne Botschaft, dass das bei euch tragfähig ist. Und das ist ja für die Zukunft auch ein wahnsinniges Learning, dass man genau in dieser Form der Zusammenarbeit auch in solchen Zeiten noch gute Erfolge erzielen kann. Und was wir schon auch machen ist, Transparenz ist beispielsweise auch einer der Werte, die uns in Führung und Zusammenarbeit ganz wichtig sind, dass wir, würde ich sagen, die Transparenzschraube nochmal weiter hochgedreht haben. Okay. Also, und auch in Zeiten, wo man sich nicht persönlich sieht, wie macht ihr das dann? Kannst du das kurz beschreiben? Und jetzt in Corona-Zeiten machen wir das jede Woche. Fokussieren uns natürlich auf weniger Zahlen, weil da machen wir nicht die ganze Landkarte der Unternehmenssteuerung, sondern das, was jetzt eben wichtig ist, Auftragseingang, Umsatz, Auslastung. Und ich gebe zu, das machen wir jetzt auch ein bisschen zentraler gesteuert, mein Gruppengeschäftsführer-Kollege und ich, weil wir das jetzt einmal pro Woche in einer Videobotschaft auf Deutsch und Englisch mit allen Mitarbeitern in aller Welt teilen. Denn viele sitzen ja im Homeoffice, und können gar nicht im Büro die Inhalte konsumieren. Wir wollen auch keine großen Meetings abhalten, wo einer vorne steht und 100 Leuten was erzählt. Das würde zu den Distanzvorgaben im Moment ja auch gar nicht passen. Deswegen ist für uns Video dann ein sehr, sehr gutes Mittel, alle pragmatisch zu erreichen und auch wiederum über eine entsprechende Online-Plattform die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen zu geben. Wir merken aber auch, dass ergänzend zu diesen Videonachrichten, die wir da einmal pro Woche geben, auch die Führungskräfte gut unterwegs sind, in einem sehr, sehr stetigen Dialog mit ihren Mitarbeitern zu sein. Das hat nochmal einen richtig guten Schub bekommen, indem die dann sagen, ich mache einmal die Woche ergänzend, am Tag danach zum Beispiel, wenn ich weiß, alle haben die Videobotschaft gesehen, ergänzend einen Call für eine halbe Stunde und gehe nochmal in den Dialog genau mit meinen Leuten, damit wir beleuchten können, was heißt es denn jetzt für unsere Aufgabe? Weil wenn wir über die gruppenweite Auslastung erzählen, dann weiß im Zweifelsfalle die Qualitätsmanagementabteilung noch nicht unbedingt, was heißt das jetzt für mich. Und das kann natürlich auch nicht in einer übergreifenden Botschaft geleistet werden. Da gehen dann die Teams wiederum in die Übersetzungsarbeit und die Führungskräfte verstehen sich da im Moment eher als Anlassstifter, um zu sagen, ich lade ein, ich helfe auch allen in die neuen Formate, ich fördere da den Dialog.
überlege mir jetzt so in den letzten Tagen und Wochen dann auch zunehmend, wie kann ich Webmeetings so gestalten, dass sie auch Spaß machen, dass wir sozial gut in Kontakt bleiben und setzen da eben schöne Impulse. Also ich bin im Moment von dem Thema Führungskaskade, was man ja in normalen Zeiten manchmal auch ein bisschen schwerfällig findet, gerade sehr angetan, weil das einfach sehr schnell funktioniert und eine gute Möglichkeit ist, mit allen Leuten irgendwie eng in Kontakt zu bleiben, obwohl man sich gerade überhaupt nicht sieht. Das heißt, ihr habt auch gerade viele steile Lernkurven, was das Thema Online-Meetings und Remote-Arbeit und Webinare und sowas angeht und nutzt das auch intensiv für eure Zusammenarbeit. Genau, absolut, ja. Also wir haben ja einerseits viele Kollegen in den Produktionsbereichen, die sind natürlich weiterhin in Präsenz gefragt, um unsere Waren zu fertigen und dann auch in den Versand zu bringen und sicherzustellen, dass sie beim Kunden ankommen. Aber andererseits alle Kollegen, die irgendwie einen Bürojob haben, haben wir eben auch gebeten, so weit wie möglich im Homeoffice zu bleiben. Und damit musste man sich, das ging euch sicherlich genauso und ich glaube den meisten anderen Unternehmen auch, musste man sich ja schlagartig mit komplett virtuellem Arbeiten anfreunden. Ja. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also einerseits, was die IT-Infrastruktur anging, da hatten wir wahrscheinlich auch schon gute Weichen gestellt, ohne das zu wissen, weil allein das Thema, wer hat jetzt ein Notebook und wer kann überhaupt seine Sachen packen und von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice wechseln, das hatten wir vorher nicht analysiert, weil wir auf so eine Situation nicht vorbereitet waren. Aber das hat für einen Großteil vom ersten Tag an funktioniert. Und die Kollegen, wo die Ausstattung noch nicht so da waren, da hat man dann auch in der ersten Woche gute Lösungen gefunden, dass das für alle ging. Ja, und jetzt nutzt man eben Webkonferenzen, Telefonkonferenzen und kommt zunehmend auch zu so netteren Sachen, nenne ich sie jetzt mal, wie machen wir morgens vielleicht einen kurzen Check-in-Call und abends einen kurzen Check-out, als wenn man morgens gemeinsam einen Kaffee trinkt, um ein bisschen im Austausch zu sein oder auch zu sagen, was habe ich denn heute auf dem Zettel oder habt ihr irgendwas, was dringender ist, um da einfach neue Formen der Abstimmung zu etablieren. Weil da gebe ich zu, in Woche 1 waren wir da auch alle noch ein bisschen schüchtern. Ne? Also da ist man da reingegangen in die Webkonferenz, hat erstmal geschwiegen und gewartet, bis alle da waren und dass man genauso wie in einem Besprechungsraum dann auch erstmal plauschen kann, was gibt's Neues, was macht die Frisur, ach, sitzt ja noch so halbwegs und so. Das haben wir jetzt eben auch gelernt und dann entstehen da ja auch so wiederkehrende Späße draus. Ne? Ja, wie schön. Also so das Thema Unternehmenskommunikation und Teamkommunikation, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das denn in der Führung einzelner Mitarbeiter? Macht ihr das auch online oder sind die Führungskräfte da im telefonischen Kontakt oder im Business Walk oder habt ihr da auch Instrumente? Mitarbeiter wollen ja mit den Vorgesetzten auch mal alleine sprechen. Genau, also kommt wiederum auf den Job an. Wenn das ein Job in der Produktion ist, dann sieht man sich ja noch präsent. Das heißt, man kann miteinander Formate organisieren, wo man dann entsprechenden Abstand wahrt, aber dann doch noch in einem Raum miteinander im Gespräch sein kann. Und in den Bürotätigkeiten, die ich angesprochen habe, ja, da geht es dann eben per Telefon und per Videokonferenz. So wie du und ich das jetzt zu zweit machen, ist das durchaus inzwischen oder derzeit eine akzeptierte Atmosphäre, um auch persönliche Themen zu besprechen. Also die jährlichen Mitarbeitergespräche haben wir uns jetzt nicht ausgerechnet für diese Phase vorgenommen. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrungswerte, wie das ist, aber dieses auch mit einem Mitarbeiter dann einfach nochmal zu sagen, Mensch, wie geht's dir denn und was klappt schon gut oder wo brauchst du noch was oder hast du eine Idee, wie wir dies und jenes gestalten können, das klappt auf dem Wege gut, klappt aber auch per Telefon gut. Ich glaube, die Anfangsvoraussetzung war und ist, dass wir uns ja vorher alle gekannt haben. Frag mich jetzt manchmal, wie wäre das, wenn man einen neuen Kollegen onboardet, das werden wir jetzt ab nächste Woche ausprobieren, der eben all diese persönlichen Beziehungen noch nicht hat und dann per Video einsteigen muss sozusagen. Das wird für uns dann eine neue Herausforderung und für den neuen Kollegen auch. Aber bei diesen etablierten Beziehungen, das trägt eine Weile. Ja, du sagst es eine Weile. Ne? Ich frage mich dann so persönlich immer, wie lange? Ne? Also es ist jetzt irgendwie so 5-6 Wochen. Wenn man sich das so für Monate vorstellt, die Sehnsucht nach persönlichem Kontakt ist schon auch da, finde ich. Ne? Also ich weiß nicht, wie es so geht, aber mal zusammen einen Spaziergang zu machen oder mal irgendwie sich wieder in Gänze zu sehen und nicht nur Oberkörper abgeschnitten. Das ist etwas, auf das ich mich auf jeden Fall sehr freue. Ich weiß nicht, worauf du dich so am meisten freust, wenn die Zeit vorbei ist.
Das geht mir auch so und da haben auch viele Kollegen eine große Sehnsucht danach. Deswegen kommt auch viel der Wunsch, wann kann ich denn ins Büro zurückkommen? Und das ist auch ein Spannungsfeld, was eins der Spannungsfelder, was aus meiner Sicht zurzeit auszubalancieren ist, wie man da dieses Bedürfnis irgendwie erhöhen kann, aber umgekehrt auch nicht zu forsch vorgeht, weil das Unterbrechen der Infektionsketten hat auch für uns weiterhin höchste Priorität. Und wir haben gelernt, dass man den Job ja durchaus auch aus dem Homeoffice erledigen kann. Das ist ja durchaus eine ganz, ganz tolle Erkenntnis. Und vielleicht lernen wir alle in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen, wie man diesen Zustand gut aufrechterhalten kann, indem man diese Tools noch eine Nummer besser nutzt. Ja. Da, ich glaube, das wäre im Moment der richtigere Weg, weil dieses, dann gibt es einen Tag X und dann ist wieder alles wie vorher. Das kann ja nicht eintreten. Ja. Dafür gibt es ja noch einfach zu viel zu tun und zu viel zu klären, was eben sich rund um Corona dreht. Und deswegen versuchen wir auch eher, unsere Kollegen zu gewinnen, zu sagen, wie können wir uns gut auf diese neue Wirklichkeit einstellen und wie können wir das, was wir jetzt schätzen gelernt haben, auch weiter nutzen, auch langfristig weiter nutzen. Auch wenn wir die Sehnsucht nach persönlichem Kontakt total verstehen und es auch selber haben. Also was mir persönlich zum Beispiel total fehlt, ist, ich nenne das immer Flurfunk, weil ich eben früher natürlich den ganzen Tag mit Kollegen unterwegs war und auch beim Wechseln zwischen Meetingräumen oder beim mittäglichen Gang in unser Bistro, unsere Kantine, viele Leute getroffen habe. Man hat sich mal kurz was zugerufen oder am Mittagstisch eine halbe Stunde geplaudert, was die Leute gerade bewegt. Und das fällt formal betrachtet ja derzeit weg. Und, ja, oder sich dafür verabreden, ne? Und dann ist es wieder irgendwie eine Art Meeting-Block, ne? Ja. Genau. So virtuelle Mittagspause hier in diesem Format, das ist ja durchaus möglich. Mhm. Aber da bin ich jetzt für mich auch ganz neugierig dabei, möglichst jede Woche was Neues auszuprobieren. Diese Woche hatte ich zum Beispiel meine erste virtuelle Mittagspause mit, ich glaube, 8 Kollegen. Und erstaunlicherweise hat auch das funktioniert. Also ich hatte so für mich die Vision, das müsste sich doch eigentlich anfühlen wie am Bistrotisch. Also wie gesagt, unsere Kantine heißt Bistro. Dann war die Herausforderung natürlich, dass jeder vorher sich erstmal was machen, schrägstrich kochen muss. Stimmt. Dadurch kleckerten alle nacheinander dann an ihrem Essensplatz ein. Das war aber auch ganz gut, damit jeder mal zu Wort kam. Und es ist tatsächlich auch gelungen, so einen Plausch zu haben, wie wir das sonst in der Mittagspause haben würden. Und jeder hat ein paar Anekdötchen aus seinem Leben erzählt. Und das hat für mich doch ein bisschen dieses Flurfunkgefühl wieder zurückgebracht. Auch wenn es natürlich nicht richtig spontan war. Ja, wir waren verabredet. Und es war auch nicht, ich setze mich einfach an den Kantinentisch und gucke mal, wer da ist, sondern es war, wenn man so will, ja der Kreis, den man in der Einladung hatte. Also es war nicht ganz so spontan, wie das Leben sonst so ist, aber es war zumindest schon mal ein kleiner Ersatz. Ja, hört sich gut an. Das ist eine gute Idee. Und sag mal, gibt es irgendwie aus deiner Sicht so ein besonderes Erlebnis oder so ein positives Erlebnis jetzt in diesen Zeiten, so was das Thema Führung und Zusammenarbeit angeht? Irgendwas, was dich besonders überrascht hat oder womit du nicht gerechnet hast? Überrascht würde ich nicht sagen, aber was für mich besonders schön im Erleben ist, ist, wie groß das Vertrauen zueinander und das Zutrauen ineinander bei uns im Unternehmen und in der Organisation ist. Also ich habe ja jetzt gerade von dieser Richtungsänderung vor 6 Wochen berichtet, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt ist Corona auch so nah bei uns. Wir müssen jetzt wirklich Krisenmanagementmaßnahmen ergreifen und die sind auch sehr anstrengend für alle und das sind auch Einschnitte, mit denen jeder umgehen muss. Und da hätte ich mir durchaus vorstellen können, in bestimmten Unternehmensstrukturen, dass es viel Diskussionen gibt und warum und ist das jetzt wirklich nötig und können wir das nicht anders und so weiter. Aber das war für alle so klar, wenn jetzt das Management sagt, das ist jetzt wirklich wichtig und wir müssen jetzt in diese neue Richtung denken, dann ist das auch so und dann hängen wir uns jetzt alle mit rein, um gute neue Wege zu finden, die passen, die uns gut durch diese Krise bringen. Aber wir verbringen nicht unsere Zeit damit, uns tagelang selbst in Frage zu stellen. Also klar, mit kritischen Rückfragen nach dem Motto, passt das jetzt so oder sollen wir lieber so und ist es dann noch logisch und passt es zu unserem eigentlichen Ziel? Ja, klar, die Diskussion führen wir und das Sparring haben wir auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, aber nicht auf dem Niveau, also ich finde, das ist jetzt vollkommen überflüssig und das sitze ich jetzt mal 3 Tage aus und dann gucke ich mal, ob nichts passiert, sondern wirklich, lass uns voranstürmen und alle hauen mit ran, auch wenn es für sie selber
ja gerade auch durchaus hart ist. Yeah. Das beeindruckt mich sehr, sehr. Also dieses Schön. Vertrauen, dieses Zutrauen und auch die Solidarität miteinander. Nicht zu sagen, na, bei mir ist ja gerade ganz viel und bei dem ist gerade ganz wenig, dann ist das ja jetzt mal sein Problem, sondern wie können wir das alle miteinander, untereinander auch so verteilen, dass es eben ein solidarisches Konzept ist, was uns da durch die Zeit bringt. Ja. Ja, aber wie schön. Also das hört man ja nicht so oft und das trägt einen natürlich durch so eine Zeit, die auch mit viel Anstrengung verbunden ist und viel neuem Lernen und Unsicherheit aushalten muss. Vielleicht noch so eine letzte Frage, was glaubst du, verändert sich so in Zukunft, wenn die Corona-Zeit, wenn man so nennen will, irgendwann mal vorbei ist? So? Für euch als Unternehmen oder zum Thema Führung, was fällt dir da so ein? Ich hoffe, dass die Wertschätzung für diese Ansätze, in denen wir bisher schon gearbeitet haben, noch ein Stückchen steigt. Also, dass man sieht, nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern auch gesamtgesellschaftlich, dass Eigenverantwortung, Selbstorganisation, in Gemeinschaft denken, solidarisch denken, dass das von noch mehr Menschen geschätzt wird, auch nachhaltiges Handeln zu etablieren, einerseits im Sinne von Langfristigkeit, andererseits auch im Sinne von, ich achte auf mein Umfeld und wie ich Ressourcen eben auch für nachfolgende Generationen erhalten kann. Ich freue mich da auch auf jeden Austausch in der Zukunft. Also herzlichen Dank.